Einer liest im Koran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wahrlich, Allah wird es nicht vergeben, dass ihm andere Götter zur Seite gestellt werden. Aber alles, was darunter ist, vergibt er, wem er will. Dann sagt er, Allah wird mir nicht vergeben, denn ich habe schon mal in meinem Leben was gemacht. Schirk. Diese Ayah ist für jemanden, der lebt oder schon gestorben ist. Gestorben ist. Denn solange du lebst, ist die Ayah, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Sprich, o meine Diener, die ihr maßlos gewesen seid an Sünden, ihr habt so viel Sünden bis in die Wolken hingemacht, verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Allah vergibt die Sünden allesamt. Das ist, solange du lebst. Aber wenn du gestorben bist, dann gibt es für dich nur Barmherzigkeit, wenn du nicht mit Schirk gestorben bist. Das müssen die Leute erklären. Wallahi, ich habe Leute gehabt, die haben mir gesagt, ich kann doch nicht mehr bereuen, weil ich Schirk gemacht habe. Allah sagt, er wird Schirk nicht vergeben. Schaut mal, gefährlich. Weil man das liest, ohne Leute zu haben, die verstehen. Und passt auf, deswegen vor diesen Takfiris heute, er sagt dir, wir glauben nur an Koran und Sunna. Und wer erklärt dir, Koran und Sunna? Die Khawarij damals haben auch gesagt, wir glauben an Koran und Sunna. Sie haben gesagt, Ali ist ein Kafir, Ibn Abbas ist ein Kafir und die ganzen Sahaba haben sie als Kuffar bezeichnet. Und sie haben auch gesagt, wir glauben an Koran und Sunna und sind mit Ayat vom Koran gekommen, in al-Hukmu illa lillah, das Urteil gehört nur Allah. Wenn du nur von Koran und Sunna lernen kannst und du verstehst alles, warum sagt Allah Azza wa Jal, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun? Fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Warum?